Hallo und herzlich willkommen hier zum ersten NBA-Video in der laufenden NBA-Saison. Auf dem Mozpedia-Kanal wird es das jetzt jeden Sonntag geben. Hat auch damit zu tun, dass sonntags für uns Europäer die attraktivsten Uhrzeiten oder Startzeiten der NBA-Spiele sind. Generell in unserem Kanal geplant ist, dass wir zusätzlich noch einmal im Monat ein Review, einen Rückblick vom letzten NBA-Monat machen und natürlich auch, wenn es so Special Games gibt, gerade wie beispielsweise die NBA Christmas Games, da werden wir auch extra zu Videos machen. Von dem Verlauf, so ein bisschen wie im letzten Jahr, wir schauen uns die Tabelle an, wir schauen uns an, gab es irgendwelche interessanten Spiele in den letzten Tagen und natürlich geben konkrete Wetttipps zu den heutigen Sonntagsspielen ab. Und damit fangen wir jetzt auch gleich an. Ist ja noch nicht wirklich so super viel passiert. Vorab, ich entschuldige mich ein bisschen wegen der Webcam, die spinnt gerade ein bisschen, deshalb ist ja, der Einfallswinkel nicht der allercleverste. Was ist passiert? Die meisten Teams haben jetzt 5 Spiele bisher hinter sich gebracht. Die Philadelphia 76ers, einer der ganz heißen Kandidaten, sind richtig gut gestartet mit 5 Siegen und keiner Niederlage, haben auch schon einige gute Teams besiegt. Die Miami Heat, obwohl Jimmy Butler wegen persönlichen Gründen, sein Kind wurde oder ist geboren, ausgefallen ist bei den ersten Spielen, auch mit einem guten 4:1 Start. Boston genauso. Die Bucks und Raptors, die letztjährigen Eastern Conference Finals Teilnehmer, beide mit einem 4:2, haben auch schon gegeneinander gespielt. Da haben die Milwaukee Bucks mit 115 zu 105 doch relativ deutlich gewonnen. Die Hornets bisher, die Überraschung im Osten, 3 Siege, 3 Niederlagen. Vor der Saison hätte man sich fragen können, wie sollen die denn überhaupt 3 Siege holen? Jetzt haben sie das schon erreicht. Und Pistons auf 7 mit einem wiedererstarkten Derrick Rose. Sie müssen ja gerade den Anfang der Saison leider aus deren Sicht ohne Blake Griffin auskommen. Dafür Andrew Drummond schon mit mehreren 20-20 Spielen, also 20 Punkte, 20 Rebounds, wirklich stark gestartet. Genauso wie auf Position 8 die Cleveland Cavaliers mit einem wiedererstarkten Kevin Love. Spielt oder legt Statistiken auf wie zu Minnesota Timberwolves Zeiten. Viele Punkte, viele Rebounds, beides im Double-Digit-Bereich und auch noch Assists. Indiana Pacers, jetzt haben sie 2 Spiele in Folge gerade gewonnen, spielen heute Nacht, haben auch gleich das erste Spiel, was wir uns anschauen. Und wenn es sowas gibt wie vielleicht eine Semi-Enttäuschung, dann die Chicago Bulls beim einen oder anderen aufgrund des jungen, potenzialreichen Kaders vielleicht ein bisschen besser gesehen, haben auch wirklich gegen andere Teams verloren, wo man glaubt, das hätten sie eigentlich gewinnen können, zum Beispiel die Hornets und bisher die Brooklyn Nets von den potenziellen Playoffs-Teams mit dem schwächsten Start. 2 Siege, 4 Niederlagen. Kevin Durant logischerweise fällt die Saison aus, aber trotzdem ist das Team gut genug, um besser zu starten. Aber vielleicht kommt es ja noch. Schauen wir mal. Im Westen die Riesenüberraschung. Wie gesagt, 5 Spiele ist die Saison bisher alt für die meisten Teams. Deshalb hält sich das noch in Grenzen. Aber die Timberwolves wirklich stark gestartet mit 4 Siegen und einer Niederlage. Genauso, aber das war erwartbar, die Lakers und Spurs. Jazz, Nuggets, Suns auch überraschend mit 4 Siegen. Und das, obwohl jetzt mir fällt der Name nicht ein, aber wegen Drogen oder Doping wegen 25 Spielen jetzt ausfällt, Aiden und ja, Clippers auch 4 Siege. Man sieht jetzt schon im Vergleich zum Osten, im Osten haben wir gesehen, auf Platz 7, 8 hatten die Teams schon negative Bilanzen und im Westen wird es so sein, dass du mit einer negativen Bilanz ganz unten bist. Rockets, 8er, gleiche Bilanz wie die Mavericks, Blazers auch mit 3-3. Und ja, die Golden State Warriors starten genauso wie die Pelicans mit einem Sieg und 5 Niederlagen. Für die Warriors sieht es ganz bitter aus. Jetzt fällt nicht nur Curry aus, 3 Monate wegen einer gebrochenen Hand. Green hat was im Finger, fällt auch länger aus. Der Russell hat sich auch noch den Fuß verstaucht, fällt auch länger aus. Das wird keine erfolgreiche Saison für die Warriors. Ich wage jetzt mal die Prognose, dass die Playoffs jetzt schon weg sind. Gerade eben, die können das nicht kompensieren, dass der Curry 3 Monate ausfällt. Die Kings waren letztes Jahr eine positive Überraschung. Jetzt sind sie da, wo man sie letztes Jahr erwartet hätte, am Ende der Tabelle. Da wird sich aber sicherlich eins oder doch einiges tun. Schauen wir mal, wo die Reise für die Kings hingeht.
Das war ein ganz kurzer Blick auf die Tabelle und wir schauen uns die heutigen Spiele an. Und zwar starten wir mit den Pacers gegen Bulls, geht auch gleich los, heute 23 Uhr deutscher Zeit. Normalerweise freuen wir uns immer auf die Sonntage, weil das erste Spiel bereits 19, 20 oder 21 Uhr beginnt. Heute müssen wir ein bisschen länger warten, aber ich glaube, wir sehen hier zwei interessante Teams. Die Top-Spieler bei den Pacers, oder der Top-Spieler besser gesagt, Oladipo fällt bis ca. Mitte, Ende Dezember noch aus. Aber Malcolm Brogdon, ehemaliger Rookie of the Year, den haben sie ja verpflichtet von den Milwaukee Bucks, hat bisher wirklich einen soliden Start gehabt. 22 Punkte im Schnitt, dazu 10 Rebounds. Tolle Trefferquoten, lässt sich sehen. Und auch Domantas Sabonis hat seinen Vertrag verlängert. 79 Millionen verdient der Gute für die nächsten 4 Jahre und holt auch schon mal die Rebounds und Punkte dazu. Auf den Bulls, starken Positionen, jetzt Satoransky mit knapp 5 Assists und Zach LaVine, 21 Punkte, der Top-Scorer. Die Pacers mit dem Heimvorteil, sie sind auch hier von der Quote der Favorit, eine 1,78 gibt es für den Pacers-Sieg, Bulls 2,2. Die Quoten sind auch schon gefallen, ich glaube die Pacers waren am Anfang stärker, die offizielle Line liegt so bei -2, -2,5. Ich denke, hier schon mal vorab geht meine Tendenz ganz klar zu den Bulls, dann auch in den, zu den Pacers, dann auch müssten sie Match-Up-Vorteile gerade auf den großen Positionen haben. Jetzt schauen wir uns einmal, bevor wir auf die Quoten gehen, die letzten Spiele an. Und da haben wir es schon. Indiana hat gegen Cleveland gewonnen, gegen Brooklyn und davor gegen die Pistons verloren. Zweimal bereits in dieser Saison von den jungen 5 Spielen gegen Cleveland, eine unerwartete Niederlage, aber danach sich rehabilitiert, auch zweimal schon gegen die Pistons und zweimal gegen die Cavaliers gespielt. Ich glaube, daheim sind die Indiana Pacers immer noch mal ein Stück weit stärker, haben ja eine wirklich tolle Halle, starke Stimmung und es hat vielleicht jetzt auch ein bisschen gedauert ohne Oladipo, das wird auch noch dauern, bis alles genau gesettelt ist, wer die spielt, aber der Sieg, eben diese beiden Siege gegen die Cavs und die Nets, stimmen mich sehr optimistisch. Die Bulls haben gestern gegen die Pistons gewonnen, daheim auch und davor gegen Cleveland verloren, gegen New York verloren, gegen Toronto, ich glaube, das ist erwartbar, aber auch beim ersten Spiel gegen die Hornets, also ich denke wirklich, dass die Pacers nicht nur das stärkere Team haben, sondern auch gerade aufgrund des Heimvorteils Favorit sind und wir bekommen eine richtig, richtig gute Quote dafür. Also es reicht im Prinzip schon der einfache Sieg für eine 1,8. Schauen wir uns noch einmal hier die Handicaps an. Na, klicke ich zu oft drauf. Inklusive Overtime. Die offizielle Line, wenn wir da mal schauen, ist bei hier -2, -2,5. Ich glaube, -2 kann man schon spielen, wenn man eine 1,9er-Quote haben möchte. Ich würde erwarten, dass das Spiel schon knapp ist, aber auch für Leute, die einfach hohe Quoten mögen, ist ein -3, -4 bestimmt nicht uninteressant. Mein persönlicher Tipp bleibt aber bei -1,5, -2 als maximale Stufe zu nehmen oder halt einfach sich mit der 1,8er-Quote für den einfachen Sieg zufrieden zu geben. Schauen wir mal weiter gleich zum zweiten Spiel. Und denn da haben wir die Miami Heat gegen die Houston Rockets. Ja, was gibt es zu den Rockets zu sagen? Westbrook und Harden, von den Statistiken auf jeden Fall muss keiner Einbußen annehmen. Westbrook schon wieder mehr oder weniger auf Triple-Double-Schnitt mit 9,8 Assists kurz davor. Und Harden, obwohl er von der Field-Goal-Quote echt nicht gut ist, nur 36%, das ist unglaublich schlecht. Wie gesagt, nur 5 Spiele, aber trotzdem sehr, sehr schlecht. Holt sich die meisten seiner Punkte von der Freiwurflinie und 36,5, damit ist er auch schon wieder der Leader. Die Quoten hier auch klar verteilt, eine 1,7 für einen Houston-Sieg. Heat 2,3 ist sicherlich nicht so verkehrt. Schauen wir doch mal, was wir hier für Handicaps sehen. Okay. Na,
Das flutscht noch nicht so wie gewünscht. So. Ich glaube, ich persönlich, also die Heat hier mit dem Heimvorteil sollte man nicht komplett unterschätzen. Für mich wird es hier interessant, wenn ihr mal schaut, bei Houston minus 3 bekommt es eine 1,9. Ich persönlich tendiere eher dazu, ein Plus-Handicap auf die Heat zu empfehlen. Also ein Heat-Sieg ist mir zu riskant. Eine 3,5 auf die Heat für eine 1,9 ist schon super spannend. Meine persönliche Empfehlung wäre aber hier eher im Bereich von Heat plus 5,5, 5 zu gehen. Und da gibt es immer noch eine schöne 1,7er-Quote. Hier die Klicks wollen nicht ganz so, wie ich möchte. Wenn wir die letzten Spiele anschauen, Heat bei den Hawks gewonnen, die aber auch ohne Trae Young, davor gegen Atlanta auch wieder gewonnen, daheim. Erwartbare Niederlage bei den Timberwolves und bei den Bucks haben sie gewonnen. Houston mit einer Niederlage gestern gegen Brooklyn und wie gesagt, da ist Miami schon besser. Davor dieses Wahnsinnsspiel 159 zu 158, die meisten Punkte in einem Regular Season Game ohne Verlängerung, das haben sie gewonnen. Also ich glaube, dass die Heat auf Augenhöhe mit dem derzeitigen Leistungsniveau der Rockets sind und deshalb empfehle ich nicht, auf den Rocket-Sieg zu gehen. Allerdings ist mir Heat auch zu spekulativ. Eine plus 3 bis 5,5, je nachdem, welche Quote man möchte, auf die Heat hier die konkrete Wettempfehlung. Ich klicke mich mal hier weiter durch, denn das nächste Spiel ist zwischen den New York Knicks und den Sacramento Kings. Ja. Also bei den Knicks macht bisher Barrett der Rookie Freude. Mit der Verletzung von Zion Williamson hat er vielleicht sogar die besten Karten jetzt auf den Rookie of the Year Award. Wer weiß es schon so genau, spielt auch keine Rolle, denn was wichtig ist, beide Teams sind bisher wirklich eine Enttäuschung. Die Knicks eher erwartbar, bei Sacramento habe ich erwartet, dass die vielleicht den nächsten Schritt machen werden. Vielleicht kommt er noch, aber der Start ist ja wirklich schwach. Eine 2-1 gibt es auf den Knicks-Sieg, eine attraktive 1,8er-Quote auf die Kings. Jetzt schauen wir mal, wie die letzten Spiele gewesen sind. Beide auch am 2. November gespielt, also hier hat keiner Vorteile. Harrison Barnes mit einem Putback-Korbleger zum Sieg gegen die Utah Jazz. Davor aber enttäuschende Niederlage gegen die Hornets daheim. Und New York hat mit Boston mithalten können, da knapp verloren. Buzzerbeater quasi von Tatum in Kobe Bryant-Manier. Die Magic waren eine Nummer zu stark für die Knicks und den Sieg, da gab es dann daheim gegen die Chicago Bulls. Vom Spielstil ist es relativ spannend. Also da sehe ich die Sacramento Kings mit ihrer Schnelligkeit deutlich, deutlich im Vorteil. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wir hier viele, viele Punkte erleben. Deshalb schauen wir zum ersten Mal auf die Quoten für die Punkte. Hier, wenn wir mal sagen, das Spiel geht jetzt gefühlt 110 zu 108 aus, zu 102, das ist so mein Tipp, dann können wir auf jeden Fall over 215 Punkte gehen. Also das finde ich sehr, sehr attraktiv. Ich glaube schon, dass wir hier ein Highscoring-Game haben. Kann mich da auch noch an der letzten Saison dran erinnern, da ging auch einiges. Und ansonsten gehen wir auf den Sieg der Kings. Schauen wir mal. Ihr seht, ich muss mich hier selber noch ein bisschen rumklicken. Und zwar Kings minus 2 in dem Fall, muss man das umgekehrt lesen, gibt dann eine Zweierquote. Finde ich sehr, sehr cool. Also ich glaube wirklich, dass die Kings jetzt hier 2 Spiele in Folge gewinnen werden. Deutlich besseres Team, unglaublich schneller Spielstil und da können die Knicks einfach nicht mithalten. Im nächsten Spiel haben wir ein Leckerbissen, die Spurs gegen die Los Angeles Lakers. Ausgeglichene Quoten, 2-1, 1-9. Hier beide Teams bisher erst mit einer Niederlage und schauen wir uns auch hier die letzten Spiele an. Beide Teams am 2. November gespielt. Die Lakers in der Verlängerung bei den Dallas Mavericks gewonnen. Das dürfte eigentlich gut für Selbstvertrauen sein. Die Spurs haben
gegen Clippers den Kürzeren gezogen, aber gegen dezimierte Golden State Warriors dann doch relativ rasiert. Von den Ergebnissen her überzeugt mich das jetzt hier bisher nicht. Es ist zwar bewundernswert, wie San Antonio immer und immer wieder oben mit dabei ist oder zumindest in den Top 8, aber hier sehe ich deutlich das Momentum oder die Stärke bei den Lakers und deshalb gehen wir hier auf den Sieg der Los Angeles Lakers. Anthony Davis und LeBron James einfach eine Nummer zu groß für Aldridge und DeRozan. Hier haben wir eine 1-5er-Quote auf die Dallas Mavericks und das freut mich insofern. Hier Luka Doncic, was hat der denn jetzt schon wieder für einen Start in die Saison? 26 Punkte, knapp 10 Rebounds, über 8 Assists. Das sind wirklich auch Werte, die am Triple-Double kratzen. Und ich glaube, die Mavericks haben eine tolle Mannschaft. Auf der anderen Seite nochmal kurz erwähnt, Love, ich glaube um die 18 Punkte hat er auch, 17 Rebounds und 5 Assists, natürlich sehr, sehr starke Leistung. Aber wir kommen eher zu den Mavericks, die haben auch ein sehr, sehr schwieriges Auftaktprogramm gehabt, haben das aber gut gemeistert, gegen Portland im Prinzip erst mit dem letzten Wurf verloren, gegen die Lakers in der Verlängerung verloren, lagen da vorne vor Schluss, hätten mit 2 verwandelten Freiwürfen auch gewinnen können, haben sie nicht. Dann Danny Green zum Dreier in die Overtime. In Denver gewonnen, das musste erstmal schaffen. New Orleans auch nicht so schwach. Und Washington der einzige wirklich unter 50% Team-Sieg. Und die Cleveland Cavaliers, so überraschend, auch bisher ihre 2 Siege waren. Einmal gegen die Bulls und gegen die Pacers. Sind letztendlich nicht auf dem Niveau von Dallas. Und die können sich hier auch keinen Ausrutscher erlauben. Also ganz klare Tendenz zu Dallas, wir sehen auch, dass Cleveland eine potente Offensive hat, 117 Punkte, 112 und so weiter. Deshalb schauen wir uns doch hier mal kurz die Handicaps an. Und zwar starte ich mit Over-Under. Wir erwarten ich erwarte ein High-Scoring-Game. Und die Line ist bei ca. 215 Punkten. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Also hier doch über 215 Punkte kriegen wir hin. Wer hier Over auch sieht, dem kann man das bedenkenlos empfehlen. Und Asian Handicap. Schauen wir mal, was wir da haben. Meine Maus mag offensichtlich heute auch nicht so. Die 1-5er-Quote für den einfachen Sieg. Wer glaubt, dass Dallas das mit gutem Vorsprung gewinnt, der kann auch sich hier eine Zweierquote holen. Würde ich nicht empfehlen. Ich bin hier eher dazu tendiert, den einfachen Sieg zu nehmen. Vielleicht kann man das gleich kombinieren mit einem anderen Spiel. Hintergrund ist einfach, Dallas hat auch ein wirklich junges Team. Und auch wenn ich glaube, dass die als Sieger hier vom Platz gehen werden, da mit einem hohen Vorsprung, da gehe ich nicht davon aus. Dann sind wir auch schon beim letzten Spiel und das sind die Los Angeles Clippers gegen die Utah Jazz. Wenn man jetzt vielleicht hier nochmal ganz kurz überlegt, Dallas einfach anzuspielen oder mit einem anderen Spiel zu kombinieren, dann warum denn nicht mit dem Sieg der Clippers? Die Jazz und Clippers sind die Teams mit der höchsten Gewinnwahrscheinlichkeit der Siege. Falls ihr unser Western Conference Preview angeschaut habt, könnt ihr es jetzt oder jetzt nochmal nachholen und dann selber überprüfen, was ich damit meine. Die Clippers mit Siegen gegen die Spurs, davor gegen Utah zwar verloren in Salt Lake City, allerdings hat da auch Kawhi Leonard nicht mitgespielt und sonst überragende Sieg ja auch im ersten Spiel gegen die Lakers und das, obwohl Paul George noch nicht dabei ist, der, wenn er seine Schulter auskuriert hat, wird erst dazu stoßen. Utah, auch wenn die Siege bisher da sind, enttäuscht mich trotzdem. Gegen Sacramento dürfen sie eigentlich nicht verlieren, gegen Phoenix noch knapp gewonnen. Gut, die Niederlage gegen die Lakers, da hatten sie eigentlich auch überhaupt gar keinen Stich. Von daher gehe ich hier auch auf einen einfachen Sieg auf die LA Clippers, die dann auch nach heute Nacht vorbeiziehen werden. Schauen wir vielleicht nochmal ganz kurz als Zusammenfassung die Tipps an.
Ich werde auch im nächsten Video noch ein bisschen an der Struktur von dem Video hier arbeiten und die Tipps dann am Ende nochmal leichter zusammenfassen. Aber ab Minute 20 hier die Zusammenfassung einfach mündlich. Die Indiana Pacers gewinnen gegen die Chicago Bulls, die Sacramento Kings bei den New York Knicks favorisiere ich ganz klar. Bei Houston gegen Rockets würde ich dazu tendieren, ein plus 5 Handicap auf Miami zu machen. Ich blicke trotzdem hier mal die Heat an. Lakers, Spurs. Die Spurs sind, das ist eher eine No-Bet, aber von der Tendenz geht es doch deutlich zu den Lakers. Bei den Cavaliers werden die Mavs nicht federn lassen und dieses Spiel gewinnen. Handicap wollen wir nicht anspielen. Dafür ist Dallas vielleicht auch mit seinem jungen Team zu unkonstant. Ein punktreiche Partie.